Hallo, meine lieben RPG-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Don's Adventures 3, die Legende der Schachtelhalme. Heute spiele ich mal mit meinem Gamepad, einfach weil ich gerade Bock drauf habe und weil mir meine Tastatur auf den Nerv geht. Und ich rausgefunden habe, dass das standardmäßig geht, allerdings leider nur mit dem Joystick. Also von dem her kann das sein, dass ich jetzt in Zukunft etwas unakkurat laufe. Beim letzten Mal haben wir von dem Herrn General hier oder irgendwo anders, ja, gerade merkt man es, eine Stadtführung bekommen, die eigentlich relativ unnötig war. Wir haben eine lustige Pyjama-Party gefeiert. Naja, eigentlich nicht, aber hey. Und jetzt suchen wir nach dem Hüter des Feuerhalmes, der hier wahrscheinlich irgendwo sein Unwesen treiben soll. Warum? Deswegen würde ich einfach sagen, wir gucken mal hier auf die Schilder. Und gucken mal hier drin. Was haben wir denn hier? Ah, ein Laden. Willkommen. Und gucken wir mal, was können wir hier denn kaufen? Heilmittel. Und Tränke, die wir noch nicht brauchen. Also ich bin noch mit den Genbrötchen äußerst zufrieden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel unglaublich laut ist. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Das geht noch etwas leiser. So, jetzt ist es angenehm. Glaube ich. Na, vielleicht doch ein bisschen lauter. Ja, so ist es gut. So ist es in Ordnung. Phönixfedern möchte ich ein, zwei Stück kaufen. Aber bevor ich das tue, würde ich sagen, gucken erstmal nach dem Herrn von und zu Schachtelhalmhüter. Wow. Das nenne ich mal viele, viele Querstreben. Da muss ja wirklich was los sein hier. Vielleicht findet man hier auch irgendwas. Nee, aber was soll's. Wir sprechen mal den Herrn hier an. Mensch, was ist denn da oben in Ihrem Dachstuhl verhunzt worden? Ja, der Bauarbeiten, die Bauarbeiten hatten, Bauarbeiter hatten nach dem 10. Haus wohl keine Lust mehr, noch Teile und noch Teile übrig. Als Entschädigung hat man mir gestattet, einen Haustier zu halten. Mein kleiner Frederik fühlt sich aber nicht sehr wohl hier. Wir hatten doch vorhin noch den Pickeldi und jetzt haben wir hier den Frederik. Ja, was denn nun? Ja gut, wir haben den Frederik ja schon mitgenommen. Also Pickeldi und Frederik sind jetzt im kommunistischen Schweinedorf. Wunderbar. Mit dem Typ hatten wir schon gesprochen. Das heißt, der ist absolut irrelevant. Dann wollen wir mal... Nanü, was ist denn hier passiert? Da scheint wohl eine Gruppe seine Führung verloren zu haben. So, hier haben wir... Der sieht mir nach einem Halmhüter aus. Hallo! Ah, Sie kommen bestimmt wegen der Zeitungsannonce, die ich aufgegeben hatte. Welche Annonce? Wegen so komische Hefte. Welche Annonce? Ich biete demjenigen 1000 Goldmünzen, der mir einen Kanonenherbert handsigniertes Exemplar von Harry oder ein Heft 1 in Erstauflage überbringt. Hm. 1000 Goldmünzen für ein Romanheft? Nehme das. Verlassen Sie sich auf mich. Oh, das hört sich gut an. Da haben wir doch direkt mal ein bisschen mehr Geld. Haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wo ich diesen Kanonenherbert finden kann? Nun, man munkelt, mit dem Vermögen, welches er durch seinen Groschenromane erwirtschaftet hat, hat er sich für seine Pension ein hübsches altes Gemäuer in der Langustenstadt Aquaris zugelegt. Zentrale Lage, bester Ausblick. Verdammt, das heißt, wir kriegen das Geld nicht sofort. Das kotzt. Erschreckend, wie abartig reich man heutzutage mit so einem Schund werden kann. Das ist kein Schund, das steckt voller Gesellschaftskritik und philosophischen Anspielungen. Kunigund, verärgere unseren Klienten nicht. Es geht um eine vierstellige Summe. Ja, da hat er allerdings recht. So, da können wir uns neues Ein Waffenladen. Na, Waffenladen hört sich immer gut an.
Wollen wir mal gucken, was finden wir hier denn so? Meisterschwert, Marschierstab, Silberbogen. Ich glaube, das kaufen wir alles mal. Dann noch ein Körperschild für den guten Don. Eine Kettenrüstung für den guten Don. Wir hatten gerade 404 Goldmünzen. Error 404. Goldmünzen not found. Flinkrobe. Die können wir uns auch noch leisten. Und den Kampfanzug. Wir können uns alles leisten. Ui, super. Gut, dann wollen wir das direkt mal anlegen. So, einmal das Meisterschwert, einmal das Körperschild und einmal die Kettenrüstung. Das Marmor-Amulett, brauchen wir das überhaupt? Nehmen spaßenshalber mal das Luftamulett. Dann haben wir hier den Marschierstab, die Flinkrobe. Dann noch... Ne, das ist der Nachteil an einem Xbox-Controller. Man kann damit unglaublich schwer zocken. Also zumindest RPGs. Dann kriegst du das Marm-Amulett, kriegst den Kampfanzug und den Silberbogen. Jetzt verkaufen wir alles, was wir daraus bekommen haben und kaufen uns dafür noch so ein bisschen Königsfedern. Also einmal Heldenschwert, einmal Luftstab, einmal Stahlbogen, einmal Windschild, einmal die Plattenrüstung, einmal die Magierrobe und einmal den modischen Anzug. Den Rest brauchen wir ja noch. Äther wäre vielleicht auch noch eine geile Sache. Die Heilessenz, brauchen wir die eigentlich überhaupt? Ich glaube nicht. Aber es ist ganz gut, wenn man es dabei hat. Gut, dann gehen wir wieder zurück runter. Es ist so ein bisschen ungewohnt mit dem Controller. Aber vielleicht gewöhne ich mich ja dran und bin dann richtig glücklich. Gut, dann wollen wir erstmal Phönixfedern kaufen. Ich würde mal sagen, so 2-3 Stück würden schon reichen. Dann, starke Heilessenz heilt jedem Mitglied. Jedes Mitglied, bitte. Bitte ändern, wenn es nicht schon getan ist. Entwirrer, Wecker, Gegenmittel, Mega-Heiltrank. Ich glaube, die Mega-Heiltränke, die braucht man nun auch nicht so sehr. Ich glaube, so schlimm kriegen wir dann doch keinen Schaden. Die starke Heilessenz, da bin ich sehr am Überlegen. Auf jeden Fall brauchen wir noch Äther. Ich mach mal hier die 10 Stück voll. Das ist echt nicht einfach. So, machen wir hier die 10 Stück voll und dann, kaufe ich mir vom Rest noch, obwohl, nee, 3 Phönixfedern reichen. Dann kaufe ich mir vom Rest noch starke Heilessenzen. 2 Stück. So, und dann sind wir auch pleite. Das ist echt für den allergrößten Notfall. So. Mal eine Reihe weiter gucken. Vielleicht ist da ja unser Lufthalm-Typ. Ach, Tatsache. Guten Tag. Da wartet man... Moment. Da wartet man 45 Jahre auf sein Volksmobil und dann sowas. Diese Kommunisten, sie gehen mir auf den Wecker. Haben in jedem Viertel 20 Panzer stehen, aber schaffen es nicht, ein Auto zu bauen. Die haben noch einen Schaden. Den könnte ich eine reinhauen. Oh. Vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe. Sie können uns bestimmt weiterhelfen. Als der Kommunismus vor knapp 50 Jahren sich hier ausbreitete, was geschah damals mit dem Hallenwächtern von Flammaria? Wieso wollen Sie das wissen? Aber nichts mit dem Hallenwächtern zu tun. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas verheimlichen Sie uns doch. Bitte verlassen Sie mein Haus. Ich habe nichts weiter dazu zu sagen. Wovor haben Sie Angst? Wir wollen Ihnen doch nichts tun. Wir sind nicht von der Regierung. Wir werden Sie nicht verraten. Erzählen Sie doch keinen Blödsinn. Jeder Bürger dieses Staates ist von der Regierung. Rede mich wieder um Kopf und Kragen.
So kommen wir nicht weiter. Wir müssen ihn irgendwie überraschen, um etwas aus ihm rauszukritzeln. Ihr Schuh ist auf. Moment, ich brauche kurz einen Schluck zu trinken, um das zu verkraften. Warum will ich tatsächlich diese Option wählen? Einfach weil sie am bescheuertsten ist, glaube ich. Schuh ist auf. Oh. Oh, tatsächlich, vielen Dank. Romani, ach ja. Ich habe nichts mit dem Heimwächter zu tun. Okay. Meine Begleiter sind Heimwächter. Nämlich Siglinde und Kunigund, der Wald, der Wächtergilde in Marmeladia. Ist das wieder einer ihrer Tricks? Beweisen Sie es. Nun, was wäre ein besserer Beweis als der Lufthalm? Unzweifelhaft, das ist der Lufthalm. Ich kenne ihn nur von Bildern, aber es strahlt eindeutig eine halmige Aura aus. Ich denke, ich muss nichts mehr verheimlichen. Sie haben ja nach den Wächtern von Flammaria gefragt. Ich bin der einzige noch lebende Heimwächter Flammarias. Unsere Organisation wurde vor 48 Jahren zerschlagen und der Vater des jetzigen Führers riss den Heim an sich. Der Führer. Beim Kampf der Wächtergilde gegen die Armee fielen die meisten vor uns und mir tut ganz langsam mein Unterkiefer weh. Nee, jetzt wirklich. Bei der Stimme tut mir wirklich der Unterkiefer so ein bisschen weh. Ich war damals noch Novize und habe nicht am Kampf teilgenommen. In seiner Mittenmachtgier hatte der Führer jedoch nicht bedacht, dass der Heim auch schreckliche Kreaturen anzieht, die wir Heimwächter in Schach gehalten haben. Unglücklicherweise konnte während des Kampfes Götz-Georg ausbrechen. Der Götz bestimmt immer noch. Es kamen nur einzelne Soldaten der Armee überhaupt zurück. Ohne den Heim dafür mit einer massiven physischen Störung. Was ist ein Götz-George? Götz-George ist eines der grauenhaftesten und furchteinflößendsten Lebewesen der Welt. Er ist nahezu unsterblich und wacht deshalb wahrscheinlich noch heute über den Heim. Schon seit 2 Jahrzehnten war niemand mehr im Vulkan, zumindest kein Mensch. Sie haben uns schon sehr geholfen. Haben Sie vielleicht noch eine Karte des Vulkans? Ja, in meinem Kopf. Ich werde Sie selbstverständlich begleiten. Was? Mit Verlaub, aber ist das nicht etwas zu anstrengend für Sie, Herr? Herr Van Havel, Rudolf Van Havel. Oh, es ist Havel. Hoffentlich hat er auch die passende Rüstung. Ich denke gerade an Dark Souls. Wer das gerade nicht tut, der gehört geschlagen. Angenehm, Don Miguel, oberster Bürgermeister von Elstown und wahrscheinlich auch der Einzige für die nächsten paar hundert Jahre. Ich bin Siglinde und das ist Kunigund. Wie gesagt, sind wir Heimwächter Marmeladias. Ich bin Emil. Mein Vater war ein vollbekannter Held. Eine richtige kleine Heldentruppe? Bessere Voraussetzungen kann man sich ja nicht vorstellen. Als Wächter ist es meine Lebensaufgabe, den Heim zu schützen. Und solange mein Leben nicht vorbei ist, will ich genau das tun. Na dann, auf zum Vulkan! Bonuserfahrung erhalten! Aber leider nicht genug, um vielleicht ein paar Level aufzusteigen. Gut, ich habe nichts gesagt. Gut, wir haben ein Level up. Und wir werden mal gucken, was haben wir hier denn so gebetet. Etwas Zufälliges geschieht mit den Helden. Ah, oh, ich will das echt nicht lernen. Da habe ich echt keine Lust drauf. Was haben wir denn hier? Kraftprotz. Erhöht Stärke aller Helden. Aller Helden! Oh, das hört sich gut an. Das nehmen wir. Dann, Siglinde kann doch bestimmt jetzt irgendwie so... Massenzauber? Windzauber gegen alle Gegner. Ja, noch Wasserzauber? Nein? Okay, die kann sie eh noch nicht lernen. Hups.
Sag ja, Controller. Ich glaube, ich möchte den Strahl, den Lichtzauber gegen alle Gegner haben. Einfach aus Prinzip. Und dann Kunigund bekommt dann noch einen weiteren Elementarschuss. Finsternis Schuss gegen alle Gegner. Marmeladenschuss gegen alle Gegner. Ich glaube, ich möchte den Wasserschuss erlernen, weil in dem Vulkan werden wahrscheinlich ziemlich viele Feuergegner auf uns warten. Und dann möchte ich mal spaßenshalber gucken. Oh, wir sind ja massiv unterlevelt. Oh, wir sind ja massiv unterlevelt. Oh, verdammte Kacke. Das könnte böse ausgehen.